Willkommen. Thema dieses Videos sind die Bestandteile des Eigenkapitals. Und das ist ein rechtliches Thema. Die Rechtsgrundlage ist nämlich zu finden im HGB, im Handelsgesetzbuch, und innerhalb des HGBs im Paragraph 266 eben jenes Handelsgesetzbuches. Schauen wir da mal rein. Wir finden hier den Paragraph 266, ich muss ein bisschen nach oben gehen. Der ist ziemlich lang, wie wir schon sehen. Wir sind im Handelsgesetzbuch in Paragraph 266. Wir sind im dritten Buch des Handelsgesetzbuches. Ja, schauen wir hier nochmal. Handelsgesetzbuch, drittes Buch, zweiter Abschnitt, erster Unterabschnitt, zweiter Titel, Bilanz. Da sind wir. So. Und der 266, schauen wir auf die Absätze. Hier ist der Absatz 1. Hier ist der Absatz 2, der wird dann ziemlich lang und geht sehr in die Vertikale, weil das ganze Anlageumlaufvermögen, also die ganze Aktivseite wird jetzt hier durchstrukturiert. Und dann kommt hier der Absatz 3. Das ist also das erste Gliederungsprinzip, die Absätze. Absatz 3 ist dann die Passivseite, dann kommt die ganze Passivseite und das war's mit dem 266 hat also drei Absätze. Der Absatz 1 ist eher allgemein, der Absatz 2 ist die Aktivseite, der Absatz 3 ist die Passivseite. Also 266, naja, nehmen wir es hier auf, 266 Absatz 3, denn dort ist die Passivseite strukturiert. So, jetzt schauen wir uns an die Struktur der Lösung. Die Struktur der Lösung. Die Struktur der Lösung sieht folgendermaßen aus. Es geht um das Eigenkapital und da haben wir folgende Strukturzahl. Wir haben zunächst 5 als Strukturzahl und danach haben wir noch einmal 4 als Strukturzahl. Wir haben hier den ersten Punkt des Eigenkapitals. Wir haben den zweiten Punkt des Eigenkapitals, wir haben den dritten Bestandteil des Eigenkapitals, wir haben den vierten und den fünften. Das meint Strukturzahl 5. Wir haben also 5 Bestandteile des Eigenkapitals und der Eigenkapitalbestandteil 3 ist nochmal unterstrukturiert in 4 Punkte. Das ist die Struktur der Lösung. Erst 5 und dann hier nochmal Strukturzahl 4 beim Punkt 3. Wenn das zu abstrakt aussieht, schauen wir ins Gesetz. Hier sind wir. Passivseite A, Eigenkapital. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, vielleicht sollten wir ruhig die römischen Bezeichnungen nehmen. Sind immer noch 5 Bestandteile, nur jetzt eben in den römischen Zahlen. Ja, da sind sie. Und innerhalb des dritten, und das sind die Gewinnrücklagen, haben wir erstens, zweitens, drittens, viertens. Das ist das, was ich sagen will. So, im Prinzip, wenn wir wissen, wo das steht, Gesetze dürfen wir in den allermeisten Fällen verwenden, von daher muss man das nicht auswendig lernen, sondern merkt sich, Struktur des Eigenkapitals ist im 266 der Gliederung der Bilanz im Absatz 3 Passivseite geregelt. Aber damit wir das nochmal schön übersichtlich hier haben, dann nehmen wir das nochmal auf. Erstens, das ist das gezeichnete Kapital. Ja, was ist das? Anzahl der Aktien, und zwar Nominalwert dieser Aktien, mal ausgegebene Aktien. Ja, das ist das gezeichnete Kapital. Der zweite Punkt, jetzt kommen Rücklagen. Ja, man kann also auch sagen von der Grundstruktur, gezeichnetes Kapital und Rücklagen. Der zweite, dritte Punkt sind Rücklagen. Der vierte Punkt ist Gewinnvortrag oder Verlustvortrag und der fünfte Punkt Jahresüberschuss, Fehlbetrag. Ja, also jetzt kommen Rücklagen und zwar als zweites kommt jetzt hier
Die Kapitalrücklage. Was geht in die Kapitalrücklage? Nehmen wir ein Beispiel, um jetzt hier nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Das, was über den Nennwert bei der Ausgabe junger Aktien vom Markt eingesammelt wird, geht in die Kapitalrücklage. Denn hier steht nur der Nennwert mal Anzahl der Aktien. Ja, was darüber hinausgeht, und das ist der übliche Weg, dass man mehr bezahlt als den Nennwert, der ja nur den quotalen Anteil einer Aktie am gesamten Kapital ausdrückt, am Eigenkapital ausdrückt, das geht in die Kapitalrücklage. So, und dementsprechend kommt dann drittens Gewinnrücklage. Und wir wissen schon, diese Gewinnrücklage wird jetzt nochmal unterstrukturiert, und zwar Strukturzahl 4. Erste Strukturzahl 5, zweite Strukturzahl 4. Ja, hier sind die Strukturzahlen. Ja, Strukturzahl 5 und Strukturzahl 4. Also, was sind die Unterpunkte der Gewinnrücklage? Die gesetzliche, dann Rücklage für Unternehmensbeteiligung, also für Anteile an anderen Unternehmen, satzungsmäßige und andere. Ja? Also nehmen wir es auf in Kurzform. Da ist einmal die gesetzliche, dann die Rücklage für Anteile an anderen Unternehmen, dann die sogenannten satzungsmäßige, immer Rücklage dahinter, spalten wir jetzt. Ne? Und dann so ein Sammelposten für das, was man anderswo nicht unterbringen kann, andere Rücklagen. Ja, die Aktiengesellschaft hat die Möglichkeit, in ihrer Satzung, das ist sowas wie die Verfassung einer Gesellschaft, festzulegen, dass laut Satzung weitere Rücklagen aus dem Gewinn zu bilden sind, als zum Beispiel gesetzlich vorgeschrieben. Ja, das ist das Prinzip. So, wir sind also bei drittens, gesetzliche Rücklage für Anteile an herrschenden oder beteiligten Unternehmen, satzungsmäßige und andere Gewinnrücklagen. Dann haben wir noch viertens Gewinn- oder Verlustvortrag. Nehmen wir es auf. Viertens Gewinnvortrag oder Verlustvortrag. Na, wenn man einen Verlust macht, dann wird der in der Regel vorgetragen. Was soll man sonst machen? Und beim Gewinnvortrag kann man das entscheiden, ob man das macht. Ja, man könnte auch andere Dinge machen mit dem Gewinn, aber man kann es auch vortragen auf das nächste Geschäftsjahr. Dann fängt man also schon mal mit einem Gewinn an. Ja. Und dann haben wir noch den fünften Punkt, Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. So, das ist das, was ich meine mit diesen Strukturzahlen. Wir haben fünf Hauptbestandteile, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und wir haben beim dritten Hauptpunkt eine Unterteilung in vier Punkte, eins. Und das ist die Konkretisierung dieses Strukturbildes hier. Alles Gute, Marius Ebert. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.